Oh, oh, Beeilung, Beeilung. Ja, ich muss mit dem Teilchen gehen Sie bitte nicht hinter unser Büro, ja. Wir möchten nicht, dass Sie hier in private Akten kommen. Danke. Jo, ich auch. So, was können wir für Sie tun? So, was wollen Sie denn? Also, es geht darum, dass ich mir einen Go-Kart gekauft hatte, ja, und ich das hingestellt habe und dann aus Versehen mein Game quasi hatte zu. Und haben Sie vielleicht Heilung? Ist mein Go-Kart irgendwie verschwunden? Ich weiß nicht, ob geklaut wurde oder so, aber auf jeden Fall ist es verschollen. Also möchte ich eine Anzeige aufgeben. Jo. Ich habe meinen Schlüssel, alles, aber Go-Kart ist weg. Entschuldigung. Wir stellen gerade ein bisschen die Polizei. Ja, na gut, dann tippe ich mal die Taxi ein, dann machen wir eigentlich niemanden, aber dann melden wir erstmal, dass der Quatsch gestohlen worden ist oder so. Wollen Sie noch, haben Sie einen Ausweis für mich erstmal, damit ich überhaupt den Namen von Ihnen eingeben kann? Du fehlst mir weg, du Arsch! Ah ja, verdammt. Okay. Haben Sie vielleicht davon was mit der GoPro aufgenommen? Haben Sie so eine GoPro oder eine Kamera oder irgendwas? Leider nein! Ah, Mist! Die habe ich bei einer Wette verloren. Sonst hätten sie sich mal auf den Funk einfinden können, ja? Dann hätten wir das anders klären können. Aber da steht doch ein Go-Kart, ist das nicht ihr da? Genau in meine Blickrichtung. Das ist das Go-Kart von meinem Kollegen. Ach so, den wollte ich eine Spritze auf der Go-Kart-Bahn machen, aber das ist halt das ganze Problem, mein Go-Kart ist weg. Also stellen wir eine Anzeige gegen Unbekannt aus, ja? Ticker das mal rein. Ich habe das Formular ausgefüllt, wir müssen jetzt hier nochmal kurz mit dem Namen unterschreiben und dann... Was waren Sie nochmal für eine Nummer? Können Sie mir nochmal auf den Sprünge helfen? Meine Nummer ist, die war die 13. So, wo ist die Nummer 14? Die Nummer 14 ist gleich dran. Dann können Sie Nummer jetzt hier rausgehen bitte. Wieder. Genau. Alles klar. So. Wer ist denn eventuell die Möglichkeit, dass ich meine Kontrolle zerstört hat und ich dadurch keine Möglichkeit mehr habe, meinen Go-Kart wieder zu bekommen? Na, die Anzeige ist erst bei uns eingegangen, dass Sie dann erstmal... Wir melden uns bei Ihnen, sobald Sie wieder mit einer... Hätten Sie es auch mit der GoPro aufgenommen, ja, dann hätten wir das auch... irgendwo woanders klären können, ja. Hier im Funk, wissen Sie? Jo. Aber so können wir da leider nichts machen, tut mir leid. Okay, alles klar. Tschö. Jo. Bleib ich mal nach dann draußen. Genau, so, auf, Nummer 14 bitte. Wo ist die Nummer 14? Einmal bitte. Oh, was macht ihr denn? Oh, wir haben noch gar keine Nummer 14 verteilt, höre ich gerade. Hallo, stellen Sie mal bitte nicht die Polizeiarbeit hier. Gehen Sie mal bitte wieder raus. Wie war das gerade? Waren Sie nicht Nummer 14? Ich weiß gar nicht. Nummer 14, bitte. Hallo. Hallo. Sind Sie Nummer 14 oder? Nummer 14, ja, bitte. Gut. Es gibt keine Nummer 14, du hast nur die Nummer 15 verteilt. Nummer 15, bitte, 15. Das war einer mit einem. Das war einer mit einem Go-Kart-Helm. Ah, das geht noch. Nummer 15, bitte einmal. Ich glaube, der rechte war das davon. Ah, gut. Dann hat sich so erledigt. Dann warten wir mal auf den. Da gibt es noch eine Pause hier. Hängt das geschlossen ja. Schon dran. Geschlossen. Aber das lässt man hier die Tür wieder überall auf. So dann, schöne Pause, ne? Ja, die auch. Mal schön hier sitzen. Wollen Sie irgendwas hier oder was stehen Sie hier so vor euch beide? Ich will gar nichts. Na gut, und nie kann ich das schließen. Oh, die wollen rein, ne? Guten Tag. Ja, was haben Sie? Ich habe eine Frage. Ah, das ist die sind doch in dem Hotel. Kommt am besten gleich mit rein und bitte raus. Nummer 16, bitte. Nummer 16. Einmal bitte Nummer 16. Yep. Alles. Ja, alles klar, kommt rein. So, nehmen wir auf
Spawn-Tresen nicht dahinter. Hier. Nicht, dass hier irgendwelche Daten ausgehen. Was haben sie denn? Wo ist denn hier die nächste Bank? Die nächste Bank? Die nächste Bank? Ja gut, sie ist in die Richtung. Hier sind sie in die Richtung. Genau meine Blickrichtung. Achso, okay. Vielen Dank. Das war's auch schon. Ach, das war's schon? Ja, das war meine Frage. Okay, schönen Tag noch. Jo. Ja, die noch haben schon da. Jetzt sind wir bei Nummer 17, ja. Mal wieder ein bisschen plaudern hier. Mhm. Ah, sie hören mich gar nicht, nein, ich muss erstmal die Tür aufmachen. Ja, besser ist es. Kann nee, ich komme hier jetzt rein. Reinkommen hier. Nee. Doch, ich darf das. Haben Sie eine Nummer? Ja, ich bin die Nummer 18. Oder haben Sie Sonderrechte? Ja, Sonderrechte, natürlich habe ich Sonderrechte. Entschuldigung, ja, dann zeige ich mir aber wirklich einen Sonderrechtsausweis. Oh. Hier. Oh. Eine verdeckte Ermittlerin, ja, alles klar, kein Thema. Kommt rein. Okay. Haben Sie die Tür gerade offen? Nee. Ja, Familienstelle. Hallo. Darauf müssen Sie achten. Also sind ja unsere Türsteher. Ja, natürlich. Aber ich achte nur auf die beiden hinteren Türen hier. Warten Sie mal bitte Ihre Nummer auf. Sie klären das mit den Nummern nach vorne, ja? Was? Nee, das machen Sie. Aber Sie sind halt die Türsteher. Wofür bezahlen wir Sie eigentlich? Ja, ich bin Türsteher für diese beiden Türen. Der Mann hat ein dringendes Problem. Der will irgendwas. Dann kommen Sie mal zum Tresen vor. Ja, okay, dann. Aber wofür bezahlen Sie eigentlich jetzt? Ja, Sie bezahlen mich ja nicht mal, oder bekomme ich etwa Geld von Ihnen? Jetzt wollte ich fragen, ob er so lernen darf. Sie bekommen doch Geld, wenn Sie hier einen Job kriegen. Hallo, Entschuldigung, ja. Entschuldigung, können Sie bitte alles außen waren, Sie bekommen eine Nummer, ja? Gehen Sie doch mal raus hier, der Herr im Anzug. Sie haben keine Nummer gezogen. Ja, brauchen Sie das? Der Herr, gehen Sie hier bitte einmal raus, Sie können eine Nummer bekommen und dann können Sie hier rein, wenn Sie aufgerufen werden. Also bitte Abmarsch jetzt. Hallo. Sonst müssen wir Gewalt anwenden. Da war ich halt auf jeden Fall landen. Oh, super, danke. Und der Rest geht jetzt immer raus. Oh, ist das laut hier. Das muss ich hier leider. Aufpassen, gut. Da haben sie aber einen guten Job gemacht. Ja, ne, würde ich aber auch sagen, also. Ja, das ist ja mein Beruf. Bekomme ich jetzt eine Bezahlung? Oh. Ah, ich habe leider gar nichts dabei, aber... Aber da vorne ist doch der Geldautomat. Das haben Sie doch gerade jemandem erklärt. Ja, bei der nächsten Mittagspause kriegen Sie was von mir. Okay, das ist aber nett. So, da haben Ach, wir das danke, das ist aber sehr nett. Ja, klar. Mann mit Waffe, das ist Mann mit Waffe. Oh. Nehmen Sie mal die Waffe runter. Also dafür bin ich aber jetzt nicht zuständig. Raus hier, Sie bekommen eine Nummer und dann dürfen Sie rennen. Pack die Waffe ein. Die Waffe weg zu klauen. Danke. Ach, da hinten ist so, wir haben jetzt mal... Hallo, verstehe ich nicht. Wollen Sie was hier von uns? Gehen Sie mal ein Stück zurück. Nee, lassen Sie denn lieber nicht rein. Ich hier den Fahrzeughändler, sehen Sie das nicht? Nee, das ist unser Sohn. Und das ist unsere Türsteherin hier. Sie bekommen eine Nummer, ja? Ihre Nummer ist Nummer 18. Ihre Nummer ist Nummer 18. Ich bitte Sie so lange zu warten, Frau Türsteherin, machen Sie das. Herr Polizist, gegen den Herrn komme ich nicht an. Der hat mir zu viel Böses angetan. Sag mal, nein. Sag mal, lass dich doch in Ruhe. Du. Ja, keine Nummer. Nee. Nein.
nein, 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 lass mich doch in Ruhe. Hallo, hallo. Und dann? Ich drück auch nicht zu, wenn du mitkommst. Komm her. Herr Polizist! Lass dich hier rein. Zack, reingeworfen, los. Herr Polizist, ich brauche mal Ihre Hilfe. Mensch, Hähnchen, wo das wieder entfernt. So, Finchen, wie geht's denn dir heute so? Mensch, Finchen, deine, deine Polizisten-Trottel konnten mich auch nicht beschützen. Ja, die wollten mich auch gerade nicht beschützen. Die haben mir sogar gerade noch viel Spaß gewünscht. Ja, siehst du, wenn man einmal prallt, wenn man war, wissen die sofort, was los ist. Ja, ja. Jo. Aber jetzt kann ich keine Türsteherin mehr sein. Jetzt bekomme ich gar kein Geld mehr. Doch, fürs Blasen. Nee. Das kannst du selber machen oder was weiß ich. Da will ich ja lieber sterben, bevor ich dein Ding da im Mund nehme. Also. Hast du das schon mal gemacht? Nee. Da war ich. Doch, da war ich in meiner Polizeiuniform, da hast du doch noch gestanden, wo, nein. Wo du in diesem einen Raum warst. Also, da das ist. Nein. Nein. Doch. Nein. Doch. Du lügst. Doch. Oh lala. Weißt du, die hatte sogar Angst bekommen. War viel zu groß für sie. Wohl eher viel zu klein. Hättest mal ihr Gesicht sehen müssen. Mhm. Ja, du hast auch einen kleinen Stand. Sieh mal dir doch an, du kleinen Männer. Ja, ja, genau. Weißt du, wenn der Mann in Runde sagt, das ist egal. Ich versuch's nicht gar nicht. Wir machen immer auf Schwänze zu reden. Jungs, nee, wir haben eine Geisel. Ist doch super, oder? Was? Wen haben wir denn als Geisel? Ja, dich würde sagen. Was? Ich bin doch keine... Sagen, nein. Also, ich bin doch keine Geisel. Ich würde sagen... Bist du gegen deinen Willen hier? Nee. Ich bin freiwillig eingeschrieben. Ja, auf einmal... ja, weil ich hier in den Nacken gepackt habe. Was? Nein, hast du gar nicht. Also, das stimmt jetzt nicht. Ja, weißt du, ich glaube, wir müssen nur eine Lastwort schreiben, dass wir eine Geisel haben. Richtig. Die Frau Duna. Okay, werde ich mal machen. Kollegin. Werde ich mal machen.
Naja, die Luna schreibt, dass sie mit Luna Lovegood kurz mal reden Hallo. Sollen. Hallo Fienchen. Hallo. Hier sind sehr viele böse Personen. Der Mord zum Beispiel, der vergewaltigt gerne kleine Kinder. Eine Sorge, ich passe auf dich auf. Man setzt etwa mich mit kleinen Kindern oder wie soll ich das verstehen? Nein, nein, ich meine ja, andere. Natürlich meint er dich. Natürlich meint er dich. Ja. Nein, meint er gar nicht, der lügt. Fienchen, hallo. Hi. Geht's dir gut? Ja. Fienchen, du Internetstar. Du kriegst nochmal ein Abo und einen Daumen nach oben. Mhm. Ey, bist du Bandit? Fienchen. Was? Fettesau, bist du Bandit? Garantiert nicht. Bist du, wie heißt es hier? Rebell bist... auch nicht. Zivilist. Ja, das ja. Gut. Wenn schon, dann schon, ne? Wer nichts Böses machen auf dieser Insel. Dann kooperierst du jetzt schön, Fienchen, oder du musst mich erschießen, du weißt Bescheid. Du... Ja, die Kopf schon angerufen. Haben sich die Polizisten schon gemeldet. Egal. Die raubt jetzt trotzdem die Tankstelle nebenbei aus mit einer Pistole. Nee, das meine ich nicht. Einer von euch steigt aus. Hilfe, ich werde hier... Das machst du. Nee. Das machst du jetzt sofort, oder wir werden dich hier rausschießen. Nee. So, aber die Cops sind doch schon auf dem Weg. Ich bleib hier drin sitzen. So, Fienchen, steckst du es aus? Dazu, Fienchen, steckst du es aus? Oder wir lassen dich nie wieder gehen. Mhm. Was ist, wenn ich euch sage, dass die Cops schon auf dem Weg sind und schon fast hier sind? Okay. Hä? Ah, Fienchen, jetzt sind wir ganz alleine drin. Wie geht's dir heute? Immer allein unterwegs. Fienchen. Ja, sorry, ich muss ja nebenbei noch mit einem Kopf schreiben und nebenbei reden. Das kann ich nicht, wenn ich so eine Multitasking kriege. Ja, klar. Kein Problem. So, was wolltest du jetzt von mir? Sag mal, bist du eigentlich immer allein unterwegs, oder? Nee. Ich hab immer so ein paar Leute, die ich einfach nur ansprechen brauche, dann sind die innerhalb von ein paar Minuten hier. Aber das sehe ich ja komm, hier hol nicht sie. Als nötig. Hol sie ran. Nee. Hol sie ran, los. Nein. Die wollt ihr nicht hier haben, weil die sind 50 mal so stark wie ihr, also von daher.
Und ihr macht ja... So stark, ja, wenn nicht sogar noch stärker. Nicht. Doch, und ihr macht ja nichts Böses, von daher. Und wer sind diese Personen? Das verrate ich euch doch nicht. Ja. Ja, das will ich sehen. Ja, nö. Also Angst entweder glaubst du mir das oder halt nicht, also von daher. Fintchen, glaub mal die Leute, die... Ich hab dich gerettet. Ja, du? Ja, aber ein sehr maskulines Gesicht. Naja, jedem das seine, ne? Ja. So, Moment, noch nicht so weit. Haben Sie denn noch Schmerzen? Ja, habe ich. Aber ich hab mal dagegen denn ein Schmerzmittel verschreiben. Ja, geben Sie mir mal gleich ein großes. Das filmt die blöde Kuh nicht. Ist das normal? Ist das Blut? Was? Sag mal, was laberst du da für eine Scheiße? Sag mal, Herr Doktor, kann ich bei Ihnen mitfahren? Ich möchte nicht weiter bei diesen Männern sein. Nee, Herr Doktor, ist schon gut. Sie kann also, Herr Siebernack und der andere. Tschüss. Mädchen, komm hier rein. Wir machen hier nichts. Was denn? Alter. Keine Sorge. Das laufen die mir alle hinterher. Bleib mal stehen. Ich würde dir eine Straße mit einem rosa Bomber anbieten. Sag mal, geht's dir eigentlich noch ganz gut? Das mach ich nicht. Das war nicht ich. Ach, schnell. So. Fähnchen, warum filmst du mich halb nicht bei unseren Sexaktionen? Weil, was für Sexaktionen? Auf YouTube die Aktion. Nee, ich filme sie gar nicht. Sie haben also, mich heimlich mit ihrer nein. Bei meinen Hardcore-Pick-Aktionen gefilmt. Nee, hab ich gar nicht. Da müssen sie sich vertan haben. Fähnchen. Mhm, was denn? Wir haben uns was überlegt. Ich weiß ja, dass du Wasser magst, ne? Was? Nee. Also, ich hab gehört, du schwimmst gerne zwischen Fische. Nee. Das hat mir mein Manager weitergegeben. Nee. Ja, doch. Nee. Also wir haben halt ein Problem. Wir haben leider nicht die Gedächtnisbrücke hier. Aber naja. Ich kann kurz gucken, ob wir die finden für sie. Aber nee, wir machen das einfach hier, das wird nicht schlimm. Also wir werden sie jetzt einfach vom Felsen schubsen und werden gucken, wie lange sie aushalten zu schwimmen. Wir werden sie versuchen noch rauszuholen. Aha. Die hört sich auch an. Scheiße? Ja, ne? Brauchst keine Angst. Wenn sie das überleben. Wenn sie das überleben, gebe ich ihnen das Geld von ihrer Ausrüstung wieder, aber nur dann. Mhm. Oder bist du eher eine Bergsteigerin, die gerne von Steine springt? Eigentlich gar nichts von beiden. Egal, da machen wir die Steine anscheinend. Nee, wir machen das Wasser, das geht lustiger aus.
So Jungs, macht euch bereit. So, dann ziehen wir jetzt die Fähnchen aus dem Fahrzeug raus. So. So Jungs. Wer macht die Wasserbestattung? Ich mach die Musik. Wie viele Hellen habt ihr in die Luft?